Náčelník generálního štábu Rudé armády, maršál Šaposhnikov. No, příteli, takhle to vypadá. Nutno řešit situaci. Co je vaším úkolem? Zastavit uskupení Guderiana, které útočí na Orel. Takže nyní budete muset v průběhu 4 až 5 dní sformovat první gardový střelecký sbor. Rozumím tomu tak, soudru maršále, že v tomto sboru kromě velitele nikdo není. Pochopil jste to správně, zatím ne. Ale vy si teď sednete k telefonu. Was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Schaposhnikov, slyším. Hören Sie den Beschuss nicht? Poslyšte, Telegine, příteli. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Co mají znamenat ty vaše opakované dotazy? Co se děje? Das sind ja nur 12 Kilometer bis Dacke. Není nic nového. Der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das heißt unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Soustředuji na to, jak zadržet a zastavit Němce. Jak je vám známo, Moskva už dala frontě 12 domobraneckých divizí. Tyto těžké dny. Každý obvod Moskvy postavil ještě jeden komunistický prapor. Celkem 25 praporů, složených převážně z komsomolců a komunistů. V nejbližší době z těchto praporů vytvoříme druhou moskevskou komunistickou divizi, čítající 15 000 mužů. Současně bylo v Moskvě ustaveno 40 úderných praporů. Obsadili postavení na přístupových cestách do... Protiútoky mechanizovaných sborů na Ukrajině znemožnili uskutečnit plán nepřítele rychle se probít ke Kyjevu. Nepřítel utrpěl značné ztráty a přesvědčil se o statečnosti našich vojsk, soudru Staline. Na západní frontě vznikla nebezpečná situace. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben!